Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Minish Cap, Kapitel 37, um genau zu sein. Aua. Das letzte Mal haben wir zwei Schwerttechniken gelernt. Unter anderem die große Wirbelattacke. Und was haben wir noch gemacht? Wir haben Farore in ihr Haus geschickt, damit wir einen Talisman bekommen haben, der uns ja kurzfristig stärker machen kann. Und schließlich haben wir noch versucht, diesen dämlichen Typ zum Wachsen zu bringen. Oder den Tyloriander, um genau zu sein. Was irgendwie alles andere als gut funktioniert hat. So, wo kann ich denn hier eigentlich hin? Ha, da geht's rein. Ja, und jetzt wollte ich mich noch ein bisschen weiter umschauen, weil es einfach so viele Sachen gibt. Das ist so ein bisschen gemein, dass man hier einfach erstmal blöd probieren muss. Es geht links zur Kiste und der zweite Pfad von rechts. Was mache ich eigentlich mit dem Windkrug? Der nervt irgendwie nur. Der zweite Pfad von rechts bringt uns zum nächsten Raum, wo wir einiges zu tun haben. Ich denke, ich will hier den Bumerang. Aua. So, erstmal diese Mistviecher weg. Da ist die Frage, wo wir hier... Ja, du schiebst dich hier einfach im Block durch. Genau. Wo wir reinkommen. Das geht anscheinend ganz links. Und sobald wir uns durch diese ganzen Horden an nervigen Marienkäfern und in diesen komischen Käfer durchgebracht haben, können wir hier diese Steine schieben und kommen an unser Herzteil. Wir haben schon wieder ein vollständiges Herz dadurch. Damit sind wir schon bei 15 Herzen. Und mal schauen, vielleicht kriege ich ja tatsächlich alle Herzen voll. Alle 20. Aber als nächstes wollte ich eigentlich ganz woanders hin. Und das war eigentlich auch nicht hier. Nö, hier ist überhaupt nichts. Was so ein bisschen schade ist. Sondern, wo ich eigentlich hin wollte und nicht die ganze Zeit ins Wasser, weil das aus irgendwelchen Gründen so einen Lärm macht, wenn so ein winzig kleiner Link dort reinfällt. Sondern ich wollte hier nach unten, weil dort noch so ein Seerosenblatt ist. Damit kommen wir hier hin und finden wieder eine Kiste. Also, das großartige Suchen hier scheint jetzt super, jetzt muss ich hier da auch noch so enorm aufpassen, dass ich nicht zurückgeschubst werde, indem ich, weil ich in den Stachel gerannt bin. Und hier war ich zu ungeduldig. Ja, wo könnte man denn noch so hin? Gongolberg habe ich mir so ein bisschen gemerkt. Da würde ich gerne nochmal hinschauen, weil wir da eine Bodenstange wachsen lassen haben. Nein, da komme ich nicht mehr hin, schade. Dann im Tal der Königsfamilie haben wir jetzt endlich mal ein paar Fragmente für den Rosa Geist. Und am See gibt es noch so ein bisschen was zu tun. Das werden wir garantiert nicht alles in diesem Kapitel schaffen. Ja. Ich denke, ich laufe hier mal so ein bisschen rum. Weil es werden sowieso einige Sachen hier begegnen. Wie zum Beispiel dieser nervige Gegner. Ich habe schon angemerkt, dass der goldene Arachno wohl der schlimmste Gegner überhaupt ist, weil er so enorm rumhüpft. Wenn er ihn 13 Mal treffen darf. Ja, es gibt noch andere nervige Gegner, aber
So. Immer wieder wechseln zwischen Bumerang und Schwert. Und damit ist dieser Gegner hier kein so großes Problem, wie er gezeigt hat. Gab es hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ich habe nicht so das Gefühl. Also schauen wir weiter nach links. Also es gibt überall so kleine Kisten oder sowas. Die werde ich jetzt nicht alle zeigen, auch wenn ich jetzt am Anfang so darüber gestolpert bin. Es sei denn, sie sind halt gerade wirklich so schön auf dem Weg, wie zum Beispiel die hier. Ja, wie gesagt, da ist nichts so Besonderes drin. Aber über den Wolken, auf der Bodenstange, ist meist so ein bisschen mehr los. Und ja, vielleicht hat er mit auch so ein bisschen was zu erzählen. Ah ja, und diese Buddelhöhle daneben können wir auch noch anschauen. Du störst mich nicht. Geld. Also klettern wir hier nochmal hoch. Und finden hoch auf einer Wolke so ein bisschen Kleingeld. Und ein Herzteil. Alles nette Belohnungen hier. So, du nährst mich nicht. Dann haben wir hier den Eremiten, mit dem wir, ich denke mal, nicht mehr Fragmente fallen können. Jetzt hat der keinen Bock mehr. Na gut. Dann schauen wir uns halt mal da drin um. Denn ich denke, hier waren wir noch nicht. Und ich denke, das Herzteil bestätigt das nur so gut. Komm her. Die schalten wir wieder mit dem Bumerang aus. Immer aus dem Weg räumen, was geht. Hier ist nichts wirklich. Und nachdem da links eigentlich sonst nichts mehr ist, können wir da eigentlich auch gleich hingehen. Ich hätte gedacht, da wäre so ziemlich der weite Weg, aber dem ist nicht so. Hier hat sich nichts versteckt. Dann nehmen wir mal das Herzteil und im Moldorm kämpfe ich mir schlecht als recht. Bringen tut es mir nichts. Aber was soll's? Schauen wir weiter nach rechts. Ja, kriege ich erstmal eins auf den Nuss. Das ist hervorragend. Da ist auch nichts. Aber irgendwo muss doch die Kimstone-Wand sein. Kimstone? So, wenn ich schon den englischen Begriff bin. Die Glücksfragmente. Also, hier hat sich nichts versteckt, aber hier sind wir schon am Ende. Da kann ja eigentlich nur noch da ganz hinten sich das Ding versteckt haben. Und da ist es ja auch schon. Eins von den 11 blauen Fragmenten. Eieiei. Wir haben so viele mittlerweile. Die werden wir höchstwahrscheinlich gar nicht mehr alle brauchen. Und hier ist eine Schatzkiste. Da können wir mal gelegentlich vorbeischauen. Eine sehr robuste Wand ist das. Lass uns warten, bis wir Freunde kommen. Ja, einen kriegt er hier noch. Und einen sechsten finden wir doch hoffentlich auch noch. Wo sind wir? Hier riecht es so lecker. Ah, es ist jemand gekommen. Schön. Können wir wieder raus. Und wenn der Berg sonst nichts zu bieten hat, dann schauen wir halt woanders hin. Was habe ich als nächstes vorgeschlagen? Den Friedhof. Das Ärgerliche am Friedhof ist, dass ich mich erstmal wieder so ein bisschen hinarbeiten muss durch das Labyrinth. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich rausschneiden. Denke ich doch mal. Bis gleich. Uch, ja, wo kommst du denn her? Kommt jetzt immer raus, jetzt wo ich den Grabstein verschoben habe.
Naja, was soll's. Aber ich bin ja für interessantere Sachen hier, wie zum Beispiel diesen letzten Glücksschmetterling. Und jetzt können wir schneller schwimmen als vorher. Also schneller Pfeile schießen, schneller graben mit den Grabklauen und jetzt noch schwimmen. Was war hier eigentlich drin? Ein Herz, das wir schon haben. Das heißt, das Interessanteste ist eigentlich, neben den paar Kisten hier, nur noch dieser rosa Geist hier. Und vielleicht ist Frohes noch drauf aus. Oh, faszinierend. Die hat auch keinen Bock mehr. Na gut, dann fragen wir nochmal Boris. Anscheinend habe ich doch recht viele Glücksfragmente vereint, wenn hier wirklich so ziemlich keiner mehr Bock hat. Ich sollte mal Tingle fragen, was der davon hält. Aber mir ist noch eingefallen, so eine Stelle, wo ich eigentlich... Nein, das ist doof. Jetzt muss mein Vogel nochmal rufen. Ich wollte ja mal ums Schloss herumschwimmen. Sag mal, was ist mit mir los? Probieren wir es nochmal. Schön. Einmal kurz nach Stadtteil holen. Interessiert mich zwar nicht, aber es ist nun mal der nächste Punkt. Und dann gehen wir mal ins Wasser. Denn die Sache ist, hier direkt an den Ecken, was man eigentlich sonst, glaube ich, auch gar nicht mal zu sehen bekommt, gibt es so ein bisschen Schatzkisten mit jede Menge Geld und jede Menge Muscheln. Also, ja. Ich denke, das ist eine der Sachen, die man sehr leicht in dem Spiel übersehen kann. Und Link kann hier nicht durch. Warum sollte er auch? So, und ich denke, das ging auch nochmal auf der anderen Seite. Wenn ich hier irgendwo ins Wasser kann. Oder vielleicht ging es doch nur auf dieser einen Seite, weil hier oben geht es ja gar nicht durch. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aua! Das habe ich gut gemacht. Aber ich denke, ich habe eigentlich eh keine besonderen Fragmente mehr, die ich vereinen könnte. Insofern schaue ich da lieber einfach nur mal rum, bis ich da wieder welche gefunden habe. Das war eh schon in letzter Zeit so ein bisschen eine Herausforderung, auch wenn ich es nicht gesehen habe, weil ich das eben außerhalb der Videos gemacht habe. Aber was sagst du denn dazu? 14 Glücksfragmente. Ja, wie gesagt, man findet hier an den besten Stellen nichts mehr. Und es sollen trotzdem nur noch 14 Fragmente sein. Noch immer 14 Fragmente. Ja, das Spiel ist da schon ein bisschen gemein. So, zum Abschluss schauen wir mal, ob wir Glück haben. Indem wir hier mal bei Minish vorbeigucken. Ganz schnell. Da möchte ich doch mal sehen, ob Genexperimente erfolgreich sind, dass man Pflanzen mit Milch zum Wachsen bringen kann. Also, ist das Spiel dieses Mal so nett? Oh, da, guck dir das an. Da. Juhu, der gelbe Tyloriander blüht. Das haben wir dir zu verdanken. Danke. Wir wollen nur den Tyloriander zur Sorten züchten. Dazu benötigen wir Gongelwasser. Der Gongelberg ist weit weg. Wer könnte es uns bringen? Ich habe keine Ahnung. Und ich dachte, ich habe das Gongelwasser schon dabei. Aber dann bringe ich das mal off-camera das nächste Mal den Typen mit und mache jetzt erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.